gerettet hast. Das ist Atmen. Ja, aber das ist doch alles menschlich. Ich finde, das kann in der Aufräumung ruhig drin bleiben. Also, wir sind ja, eigentlich hier die perfekten Tonprofis. Mal ist das in Ordnung, aber wenn du anderthalb Stunden jemanden da ins Mikrofon schmatzen hörst, also ich hab mit dem Let's Playen angefangen, weil mich solche Leute total aufgeregt haben, die am Mikrofon sitzen und da irgendwie reinschnaufen und reinschmatzen und eigentlich nichts anderes machen und denken, das geht auch so, wenn ich das total gechillt irgendwie mache. Geht natürlich auch, aber ich sag mir halt immer, ich möchte halt da so einen gewissen gleichen Qualitätsstandard haben. Das habe ich mir halt als Ziel gesetzt. Und dann, wenn ich dann anderthalb Stunden geschmatzt habe, muss ich anderthalb Stunden neu aufnehmen. Oh, könnte bitte irgendjemand sein komisches Handy vom Mikro weglegen? Bitte. Ey, ich krieg gleich die Krise. Mein Handy ist schon unten. Das müsste Marv sein. Alter. Ich höre das gar nicht. Warum hört ihr das? Also ich bin das nicht. Ja, dann muss, also wir haben noch nie Probleme gehabt und deswegen muss es Marv eigentlich sein. Richtig, dann ist dein Handy. Nimm es bitte, leg es irgendwo hin, aber ich kriege nämlich gerade Krise. Und zum Thema Aufnehmen... Sonst müssen wir alles neu vertonen. Ja, ich muss sagen, so mir ist das auch wichtig. Also ich, vor allen Dingen bei mir, weil ich habe ja so ein lautes Organ und wenn ich dann halt näher an das Mikro gehe, dann übersteuert das. Also muss ich später sowieso mit dem Kompressor und mit dem Rauschentferner sowieso bei Audacity drüber gehen. Das mache ich zum Beispiel noch gar nicht. Bei Audacity mache ich eigentlich nur immer nur die Rauschentfernung und alles andere mache ich nicht. Ja, du brauchst das halt wahrscheinlich auch nicht. Aber ich bin auch mal, hallo liebe Abonnenten! Und dann übersteuert das total. Danke. Ja. Bei mir ist es jetzt noch übersteuert, weil ich es ja nicht rausfilter. Hallo liebe Abonnenten! Also, jetzt hört man dich wieder nicht, weil der Brother das irgendwie mit dem Abmischen der Stimmen nicht hinbekommt. Ja, das Problem ist, dass sie immer lauter und leiser wird irgendwie im Let's Play. Und ja, ich bei nur mir einmal ist das nicht, weil bei anderen Leuten ist es auch nicht so, wenn ich bei dem MTS bin. Tja, und jetzt? Mit welchen anderen Leuten nimmst du denn noch ein TS auf? Hä? Ja, bei mir MTS, du Nasi? Du hast ein TS? Ja. Und die nehmen auf? Das siehst du ja, das hörst du ja nur in der Aufnahme, sonst hörst du es ja gar nicht. Du solltest mal Werbung machen, bitte. Was für ein TS? Erzähl mal. So, nein, das ist nur für uns. Für die Leute, die ich über YouTube kennengelernt habe, mit denen habe ich dann angefangen, damals Minecraft zu spielen, weil sie mich gefragt haben, oh, der und der hat einen Minecraft-Server, möchtest du nicht mitspielen? Da habe ich gesagt, ja, komm, dann spiele ich halt mit. Ist ja funny. Und ja, dann habe ich halt mitgespielt und irgendwann kam es dann dazu, dass dann halt diese Minecraft-Server offline gegangen sind. Und dann habe ich halt die Karten übernommen, habe gesagt, ja gut, dann mache ich halt hier euren Super-Admin. Und und dann haben sich die Leute halt bei mir gemeldet. Dann habe ich Aufrufe gemacht, wollt ihr nicht bei mir mitspielen und bla bla. Und dann habe ich mal halt ein paar Leute kennengelernt. Und so von den 20 Stück, die da mitgespielt haben, ist ein Kern von 6-7 Leuten übrig geblieben, mit denen ich eigentlich jeden Tag im TS bin und sehr oft mit denen rede. Und das sind eigentlich mal Abonnenten gewesen und ja, jetzt sind es halt Freunde. Das ist total nett. Ja, finde ich richtig super. Ich rede auch mit jedem. Deshalb sage ich auch, edit mich in Skype. Oh, ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt, ne? Nur weil ich gesagt habe, hey, edit mich doch in Skype oder in Steam oder wo auch immer. Weil es ist mir echt wichtig so. Weil wo bist du als Let's Player ohne deine Abonnenten? Nirgendwo. Klar, natürlich. Ja? Und deshalb ist mir das wichtig. Deshalb habe ich ja auch hier mein tolles Special und so alles gemacht. Und ich saß wie so ein kleines Mädchen, wie so ein kleines Kind an Weihnachten davor und dachte, oh, wenn die das sehen, wenn die das Special sehen, die rasten aus. Ich weiß nicht, das ist mir echt wichtig, da viel zu machen. Ja. Nicht gut. Danke. Ja. Wenn dir das Spaß macht. Auf den TS, den du jetzt bist, Marv, ist ja auch mein Fan-TS. Also da rede ich auch mit meinen Abonnenten. Ich versuche immer auch täglich mindestens hier zu sein. Mindestens. Mindestens täglich, wenn nicht öfter. Ja. Nee. Ja, stündlich. Ja gut, ja, also soweit bin ich natürlich noch nicht. Also ich habe jetzt 1300 Abonnenten geknackt. Vielen Dank, liebe Abonnenten. Und entwickle mich halt ganz langsam jetzt erst so weiter. Das dauert halt immer so ein bisschen. Ja, auch wir langsam schon. Geht das voran. Mach mal einer das Wetter wieder richtig. Ich sehe gerade, dass es regnet. Tschüss, Fee. Deine Oma. Ja, deine Oma. Jetzt soll ich das machen? Fährt ja, mit dem Motorrad im Hühnerstall. Ja, oh, fick dich doch. Hallo? Oh, Entschuldigung. Fee? Ich hab vergessen, dass wir in der Aufnahme sind. Entschuldigung! So redet Fee in Wirklichkeit. Ich hab mir ein Flyboard drauf und hab aus Versehen Fliegen gemacht. Und dann denke ich auch, kacke, stimmt, war ja nicht erlaubt. So, nur aus Versehen, ich bin auf das V gekommen. Und dann gehe ich wieder rein und bin immer noch im Flugmodus und will gerade auf wieder F drücken, damit ich runterkomme, weil ich denke nicht nochmal rausfliegen, dann fliege ich wieder raus. Und dann ist mir das auch so, tut mir leid, es ist mir rausgerutscht. Das werde ich nie wieder sagen. Ja.
Wir sind auch nur Menschen, sowas kann passieren. Ja, also manchmal raste ich einfach aus und dann muss ich Kraftausdrücke verwenden, es tut mir leid. Immer noch schlafen eben oder was machen, oder mache ich wieder Timeset Day? Die verstärken meinen Sound, wollte ich eigentlich sagen. Ich mache das jetzt, damit wir noch irgendwie was zu Potte kommen hier. Ja, bin ich auch. Schlafen waren wir in der Dingsfolge ja genug. Ich habe auch kann also, schlafen, wenn ich rot bin. Die Abonnenten haben auch gesagt, also das mit den Tagschieben, das ist nicht so schlimm. Weil dann sieht man ja mehr vom Let's Play, als wenn wir immer dahin rennen müssen und warten müssen, bis einer ankommt und hast du nicht gesehen. Ich muss mal kurz raus und Spiel neu starten, weil es leckt wie Hölle. Ja, mach mal, reden kannst du ja trotzdem noch, ist ja kein Problem. Es leckt. Wie Hölle. Die Hölle leckt. Hallo. Die Hölle leckt. Die Hölle leckt. Oh, wen? Yeah. Diablo. Aua. Die Hölle leckt Diablo? Hm. Einer von euch schon Diablo 3 angezockt, oder? Nope. Nee, aber ich werde das auf jeden Fall spielen. Ich werde das auf jeden Fall nicht spielen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich wollte nur wissen, ob er angezogen hat. Meine Beine. Ich warte ja immer noch auf Prototype, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich spüre meine Beine nicht. Für PC. Für PC, ja. Das dauert noch ein bisschen. Hast du Teil 1 gespielt? Nein. Prototype war langweilig. Echt? Ich fand's total gut. So boring. Leider, aber das hatten wir letztes Mal schon das Thema, deswegen lass uns. Ja, es ist halt eine Sache, ne? Wie so vieles. Jo. Geschmackssache halt, was man gerne spielt oder halt auch nicht. Genau. Das ist ein episches Spiel. Ja, das kannst du auch gerne finden. Und ich finde es ja auch schön, dass du ein Spiel gefunden hast, das du so toll findest. Ich zum Beispiel bin eigentlich kein, außer ich habe halt damals gerne Monkey Island gespielt, aber sonst bin ich kein großer Adventure-Freund. Adventures sind geil. Adventures sind richtig geil, ja. Muss man mögen oder halt auch nicht. Ja, so sieht das aus. Und wenn ich es nicht mag, naja, dann magst du es halt nicht. Aber zum Beispiel das Genre, Point-and-Click-Adventure gibt es eigentlich groß nur in Deutschland. Das andere Länder tun sich das gar nicht an. Nee, also, es ist wirklich so, dass das in Deutschland viel gespielt wird. Also, naja, viel ist relativ, aber andere Länder das gar nicht machen. Also... Also ich bin eigentlich nicht so großer Fan von solchen Spielen, aber ich finde den Humor in den Spielen, also wenn ich mir die Viehchroniken von Fee angucke oder irgendwie nochmal was anderes, dann... Deponia zum Beispiel. Ja, sowas, ich finde... Das finde ich gar nicht so lustig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Spiele von Daedalic finde ich gar nicht so witzig. Leider. Ich habe ja bei Aki mit angeguckt, der hat ja habe ich neue Augen gemacht und dann auch Edna und naja, ich habe nicht so sehr gelacht, aber vielleicht liegt es auch einfach an dem Humor, den man hat. Weiß ich nicht. Daran wahrscheinlich auch. Gibt auch Leute, die mögen an die Minecraft-WG. Ja, ich verstehe auch nicht, was die an der Minecraft-WG finden, was die hier wollen. Ich weiß auch nicht. Wer mag das? Wer mag das? Sofort weitergucken. Wegabonnieren und ausabonnieren und Schluss abonnieren. Nee, alle, die das mögen, dürfen jetzt weitergucken. So, habt ihr jetzt davon. Ihr müsst jetzt weitergucken. Ja. Bis die Folge zu Ende ist. Und noch viel weiter. Genau. Und noch viel weiter. Ja, und ihr müsst natürlich alle, ihr dürft alle natürlich auf den Gefällt mir-Button drücken. Ne? Ja. Und ihr dürft auch alle anderen Mitglieder der Minecraft-WG abonnieren und flambieren. Ja. Und hast du nicht gesehen. Hallo, Herr Tutorial. Flankieren. Ja. So, wie habe ich das denn da hinten gebaut? Gibt es irgendwo Essen? Nein. Super. Eins. Oh. Ich wollte nicht ins Game, warum nicht? Jetzt. 1, 2, 3, dann das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also. Komme nicht hinein. Ne, auch 3, ne? 1, 2, 3, okay. Ich bin dran. Was baue ich denn jetzt? Sagen, hier dann mache ich das hier hin, okay. 1, 2, 3, muss das dann hier hin oder wie muss das? Wie viel habe ich denn hier frei? 3, da müssen da auch 3 hin. 1, 2, 3. Ja. Alle, die jetzt zuhören und mich nicht sehen, also die anderen Mitglieder der WG, werden sich fragen, was ich hier so schönes zu bereden habe, irgendwas abzuzählen habe. 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Ich glaube, den anderen Mitgliedern aus der WG ist das egal. 2, 3, richtig. 2, 3, das kann auch sein. Und 1, 2, 3, 4, 5. Was wollte ich denn jetzt bauen? 6. Ach ja, genau. Gut, dann müssen wir jetzt ein Thema haben, worüber wir reden. Ein Thema. Okay, dein Thema. Ich gehe morgen zum Friseur. Achso, okay, dein Thema, okay, Entschuldigung. Was frisierst du dir denn?
Ich bin ja schon seit ungefähr anderthalb Jahren oder so, oder zwei, drei Jahren schon blond gelockt. Und das ist ja auch eigentlich so meine Naturhaarfarbe, aber ich will das nicht mehr sehen. Und ich hätte eigentlich gerne Farbe, die besser zu meinen Augen passt, weil meine Augen sind so grün-braun-mäßig. Und deshalb habe ich mir gedacht, so ein Rehbraun mit einem leichten Rotstich, so ein helles Braun mit einem leichten Rotstich wäre bestimmt schön für den Sommer. Und meine Haare sind so dick, also das heißt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es welche unter euch Zuschauern, gibt ja auch viele Mädchen, die gucken, die vielleicht dicke Haare haben, die können das vielleicht nachvollziehen. So im Sommer kann man die Haare eigentlich nur im Zopf lassen. Und wenn man sie dann aufmacht, dann trocknet die komplette Kopfhaut aus und es ist nicht lustig. Weil es juckt die ganze Zeit wie Sau. Und deshalb muss ich ganz dringend zum Friseur, weil sonst nehme ich mir bald die Schere und schneide die einfach bobmäßig ab. Dann nehme ich mir einen Topf, setze den auf den Kopf und schneide einfach ab. Ja. Kann mir auch klingt auf jeden Fall interessant. Da kannst du ja ein 3000 Abonnenten-Special draus machen. Ich weiß schon, was ich als 5000 Abonnenten-Special mache, weil das nächste Special mache ich bestimmt nicht schon so bald. Also ich. Du hast es ja genauso wie ich gemacht bei 2222 und jetzt bei 5000. Genau, habe ich das ja auch vor. Ja, und dann so. Das nächste erst bei 10.000. Genau. So ist mein Plan. Auch so. Weil man hat irgendwie auch keine Idee mehr oder auch keine Zeit mehr, das so schnell umzusetzen. Meinen Abonnenten-Special haben ja die Katzen gefressen. Ich muss mir immer noch was Neues ausdenken. Was hast denn du gemacht? Moment, ich habe gerade was erzählt. Ich wollte was machen und vielleicht mache ich noch ein paar Outtakes rein. Das weiß ich noch nicht. Ach, das ist so unlustig. Es wäre lustig gewesen, jetzt funktioniert. Es ist aber nicht lustig. Es ist unlustig. Das können ja die Zuschauer selber entscheiden. 5, 6, 7, 8. Wenn es schon nicht lustig ist, dann muss ich nicht die Leute noch in mein Wohnzimmer gucken lassen. Warum denn? Das ist doch witzig. Ich habe meine Wohnung auch, also naja gut, kommt drauf an. Also, ich meine, es ist ja auch deine Wohnung. Es ist ja nicht nur Radar. Also man sieht ein ganz kleines Stück von der Wohnung. Ja, ich bin da eher Den Fußboden und zwei Topfpflanzen sieht man, um genau zu sein. Also ich mach da so, weißt du, ich zeig relativ viel von mir und von meinem Zuhause und so, aber ich hab halt auch so, also ich verhalte mich halt dementsprechend. Meine Abonnenten wissen genau, dass sie es nicht übertreiben sollen, weil sonst wird Fee sauer und das wollen die nicht. Ne? Und ich gehe da halt direkt so ran und sag, so Leute, ich zeige euch was von mir und ich zeige euch auch, was ich mache, aber wagt es nicht, irgendwann bei mir vor der Tür aufzukreuzen oder sonst was, ja, das fände ich nicht so nett. Und daran halten sich die auch, also die sagen auch, ja, okay, kein Ding. Vor der Tür auftauchen können sie bei mir ja nicht, das wissen sie ja gar nicht. Ich will ja nur die, also es ist nicht viel, was man von der Wohnung sieht. Ich sage gerade den Fußboden und zwei Topfpflanzen. Achso. Die Topfpflanzen. Vielleicht werden sie sich die gleichen kaufen und dann sind sie nicht mehr einzigartig. Oh nein. Oder einen ähnlichen Fußboden verlegen bei sich zu haben. Oh ja. Der war schon drin, also da habe ich nichts mit zu tun. Das heißt ja nichts. Es könnte ja auch sein, dass sie irgendwie einfach anhand deiner Topfpflanzen und deines Fußbodens die Wohnung irgendwie mit Google Maps synchronisieren und dann herausfinden, wo du wohnst. Ja. Nein. So. Bei mir traut sich übrigens auch keiner zu haten. Ich weiß auch nicht warum. Nee. Ich hab keine Hater. Und scheiß gar nicht. Nee, jetzt mal im Ernst nicht. Ich hab keine Hater. Und ihr dürft uns alle haten, aber dann wisst ihr, was ihr davon habt. Also Hater habe ich auch nicht wirklich. Ich hab nicht ein, zwei, die mal einen Daumen runter machen, aber das ist, kann ja auch sein, dass sie in die Folge nicht. Nee, eben. Aber so Hater habe ich nicht. Dann definier mal Hater. Na, Hater sind halt Leute, die unter deinem Video irgendwelche Sachen posten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, nicht sowas wie dein Video. Deine Videos sind schlecht. Nee, was weiß ich, halt Hater, die dein Video generell so halt schlecht machen oder dich oder sagen, nö, bist du fett oder was weiß ich, mein gut, ne? Wer hat sich das getraut zu sagen? Auch einige Leute, aber das haben die sich auch nur einmal getraut. Und dann habe ich gesagt, so dies und das, dann habe ich die irgendwo bei Skype angeschrieben, dann habe ich die gefunden und habe gesagt, ey, du bist doch der und da, ich kenne dich von dem und dem und der kennt dich auch. Oh, ja, tut mir leid. Ja, die Fee findet euch. Die Fee weiß, wo euer Haus wohnt, das ist definitiv so, ich finde jeden. Die Fee stalkt Hater. Ja. Das mag ich nicht am ganzen Internet, dieses... Der Hater? Nein, dass man einfach zu viel von sich preisgibt, das mag ich einfach nicht. Ob es nur Fotos sind oder so, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ich finde das Internet ist dafür auch gerade ein total tolles Medium, finde ich. Also gerade dafür eigentlich. Ich meine, wenn du kannst es ja nirgends gut. Ja gut, stimmt. Und deshalb finde ich das Internet einfach total cool. Also ich nicht. Ich wäre glücklicher, wenn es das gar nicht gibt. Es kann auch jeder entscheiden, was er da ins Internet hochstellt, oder? Natürlich.
Die meisten entscheiden sich ja für ihr halbes Leben da offen zu legen, das würde ich ja nicht machen. Nee, das ist. Obwohl, ich habe das schon gemacht, aber unter einem anderen Nickname. Von daher, wenn man mich sucht, da war ich noch junge 17. Wenn man mich sucht, dann findet man mich nicht mehr. Also nicht als Schmunzelfee jedenfalls. Also von mir findet man nichts. Ja. So, also wenn ihr wisst, wie Schmunzelfees geheime Aufnahmen heißen, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ich muss das nämlich sehen. Oh. Also man kann, wenn man mich kennt. Und zwar richtig kennt, dann kann man ein einziges Bild im Internet von mir finden. Da bin ich aber schon, ich glaube 16 gewesen oder 17 oder 8, ne 19, 18 war ich glaube ich, 18, jetzt haben wir es. Also vor 12 Jahren. Aber da muss man schon sehr genau mich kennen. Soll ich mal suchen? Ich hab übrigens noch nie ein richtiges Bild von Rava gesehen. Ne, sag ich ja gerade. Es gibt keine im Internet. Da würde ich, Muss ich bis zu Gamescom? So. Muss ich bis zu Gamescom warten? Ja, aber ich würde mich nicht versuchen zu fotografieren, weil dann wird dein Fotoapparat einen grausamen ins Wasserfall tot sterben. Ich würde dich gar nicht fotografieren wollen. Ich will einfach nur sehen. Ich finde das immer lustig. Du stellst dir die Leute halt immer vor, weißt du? Und wenn du die dann so in Real Life triffst und du denkst dir, okay, so hätte ich mir den jetzt irgendwie nicht vorgestellt. Ja, ich sehe wahrscheinlich anders aus, als du mich vorstellst. Ja, wahrscheinlich. Das finde ich immer interessant, ne? Nicht dann jetzt zu stalken und, oh, wer ist das? Und, das ist gar nicht. Ja, du wirst mich ja auf der Gamescom sehen, also ja. Vielleicht haben auch meine Abonnenten Chance, mich da zu sehen. Würde dich gerne. Ich werde aber nicht rumrennen und schreien, hier, Razamun. Ich bin Razamun. Wenn überhaupt schreie ich, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Nee, wenn überhaupt sage ich, ai, dann müsst ihr mich erkennen. Ist jetzt auch nicht so schwierig. Du kannst ja auch ein T-Shirt machen mit ai. Ich habe ein T-Shirt, da steht Razamun drauf. Oh. Man kann das Razamun noch nicht mehr erkennen.